So, wir müssen ja unsere Goal immer noch irgendwie hier hochkriegen. Beim Minebike waren wir und wir sollen hier irgendwie eine Sicherung reinmachen. Und wir haben so einen Umkehrer. Wie war das Was gleich? sagte Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, ein Stromumkehrer kehrt Strom um. Mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, Rufus, bist immerhin der brillanteste Tüftler auf der ganzen Welt. Man sollte einen Planeten nach dir benennen. Ach ja, der gute Doc. Gut, also das mit dem Planeten hat er, glaube ich, nicht mehr gesagt, aber okay, also es ist Strom. Und das Ding, ja, kehrt das irgendwie um. An Umkehr ist nicht zu denken. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten Drei-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Aha. Gut. Das würde nur das Gerät umkehren. Komm mal her, Rufus. Hier waren wir doch irgendwie stehen geblieben. Irgendwie mussten wir doch. Hier, komm mal hierher. Genau. An Umkehr ist nicht zu denken. War das hier? Was? Oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Okay. Das ging doch aber auch nicht, oder? Was? Oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Den Kranhebel umkehren? An Umkehr ist nicht zu denken. Schade. Den Sitz. An Umkehr ist nicht zu denken. Da Den liegt nun Horizont? wirklich schon genug Schrott. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten Drei-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Ich sollte nachher mal nach Ihrem Implantat schauen. Ja. So kompliziert wird das schon nicht sein. Und so ein Hirnimplantat ist ja bestimmt auch viel robuster als, sagen wir mal, Tonis Toaster. Bestimmt. Okay, hier geht das irgendwie nicht. Komm mal hierher. Wir gehen mal nochmal in der Kurve rum. Irgendwo. Irgendwas muss hier noch sein. Zur Tunnelpassage. Hier muss irgendwo noch was sein. Wir haben irgendwo was übersehen. Ich muss sie doch. Irgendwas muss doch hier sein, oder? Nein, hier geblieben. Ich Zur spare mir Schalt. meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hier rein, vielleicht? Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Gut, das funktioniert also nicht. Wenn eine Okay, das hatten wir gerade. Dann wollen wir mal. Rainer. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Ah, Asthma. schön. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Losfahren. Und ab geht's. Yippie-yay! Ein Hieb! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet Ah. bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Gute Frage, was ist das? Ich wusste, dass Ah, das cool. passiert. Was ist hier? Ist wieder ein Hebel drin? Das ist mein Bike. Eine Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Okay.
Ich werde aus dem noch nicht ganz so schlau, aber ist in Ordnung. Hier kann man irgendwo noch hingehen. Schlüsselkasten. Abgeschlossen. War ja klar. Okay, dann gehen wir hier mal zur Tunnelpassage. Jetzt müssen wir ja oben rauskommen. Hey, hey! Ein Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Halt, warte mal. Ah! Ganz groß. Okay, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Hier haben wir nämlich noch einen Hebel. Kann man den auch noch ziehen? Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Nee, eine Warnlampe ist schon eine zu viel. Ah, da fällt mir gerade was ein. Wir haben doch bei dem anderen hinten die weiße Lampe. Müssen wir die vielleicht gegen die weiße Lampe Ah, okay. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Jetzt hängt er noch weiter unten. Yay! Kann ich damit das Ding hier aufmachen? Nein. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Dann ist es für oben, oder? Hier ist doch oben noch ein Schlüsselkasten gewesen. Hier oben. In die Schaltzentrale. Und jetzt den Schlüssel dafür. Ha! Ein Achtkantschlüssel. Wofür? Für die Klappe unten vielleicht? Mach mal auf. Okay, mach da nicht. Gehen wir wieder runter. Ah, warte, 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 warte. Da ist ein Lappen. Rein zur Schaltzentrale. Hier ist doch ein Lappen. Ein dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Genau, nimm mal mit. Wir müssen auch noch die Flasche sauber machen. Hier ist doch ein Knopf. Oh, Knopf! Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Hä? Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ah, okay. Yippie! Schon wieder der Hebel! Man braucht doch den Hebel, oder? Warte mal, rein? Ich muss mal nochmal eine Runde fahren. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Losfahren. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! So, und diesmal drücken wir mal nicht den Hebel. Jetzt gehen wir erstmal hier drüben. Und machen damit die Wartungsklappe auf. Hoffe ich zumindest. Na, wer sagt's denn? Eine Sicherung. Perfekt. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Yep. Und jetzt machen wir dem alten Opa hier noch seine Flasche ein bisschen sauber. Mit dem exquisiten Lappen der Reinheit. Blödödö. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Ein Lappen mit Alkohol? Brauche ich einen Lappen mit Alkohol? Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack,
sehe ich wie eine Fledermaus. Au! Hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Um die Ecke leuchtet? Autsch, heiß! Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Um die Ecke leuchten. Ran damit. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Das ist die Wartungsklappe. Der Sicherungskasten ist doch vorne. Ich muss mal eben nach oben. Jetzt mache ich doch hier die Lampe aus, oder? Nein, jetzt noch ein Knopf. Ach so, der war nur einmalig zum Betätigen. Na gut, dann gehen wir mal kurz hinter. Wir haben jetzt die Sicherung. Jetzt gehen wir mal zu der Kurve. Wir müssen mal hier hin. Zum Sitz. Zum Kran, bitte. Und jetzt machen wir die Sicherung in den Wartungskasten. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Puh, als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. So, und jetzt? Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mindbike hieven und wham! Wo ist das Mindbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Okay. Dann, hierher? Also müsst ihr doch das Mindbike hierher holen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Theoretisch, dadurch ja diese rote Lampe da jetzt nicht mehr leuchtet. Super, da ist mir das Mikro gekommen. Nicht mehr leuchtet, müsste ich ja mit dem Mindbike geradeaus fahren können, oder? Losfahren. Hä? Nein! Nochmal. Yippie! Hebel? Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Das stimmt jetzt soweit. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich mal eben hier hin. Und jetzt hätte ich gern die Lampe. Und bau die rote Lampe da ein. Ja. Warte mal, der Alkohollappen macht doch bestimmt den Spiegel sauber, oder? Hallo, kommst du öfter hierher? Die Frage ist, was soll ich denn jetzt damit? Sehen wir gleich, hoffe ich doch. Okay. Rein kann ich da leider nicht, weil die Wartungsklappe. Und wenn ich den hier mal reinpacke? Gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent! Das heißt doch eigentlich... dass ich dann die Lampe rausnehme, doch wieder, und die weiße rein. Also hoffe ich zumindest, dass es richtig ist.
Ich habe sogar noch den Stromumkehrer, ne? Ran damit! Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Naja, gut. Der Sicherungskasten ist irgendwo wahrscheinlich hinten drin, ne? Ich will mal nach da oben. Jetzt ziehen wir mal den Hebel. Wo sollte ich das Licht denn hinspiegeln? Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Verstehe. Ich muss leider nochmal zum Viadukt. Das tut mir echt leid. Na, Rufus? Aus? Nach unten? Und jetzt zum Viadukt. Ich war etwas voreilig. Naja, gut. Aber er ist ja laufen gewöhnt, ne? In Deponia gibt es ja auch keine Autos. Jetzt aber den Spiegel dahin. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Nein. An das Skelett hängen? Jetzt komme ich da aber nicht wieder ran, ne? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Oh, wieder zurück. Das ist ja Schimmerbibi. Schwör wie Enigmatis. Mit seinen Rätseln hier. So. Runter. Nochmal runter. Das ist ja interessant. Ich kann im Schrotthaufen schon wieder suchen? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Aber wir können da immer noch was machen. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Na gut, hätte ja sein können. So, jetzt kriegt der gute Mann hier von uns mal einen Spiegel. Nicht fallen lassen, okay? Ist ja ein Riesenspiegel. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Eigenlob stinkt. So. Ich weiß, es nervt jetzt, aber ich will gucken trotzdem, ob ich die Lampen austauschen kann. Aber die Klappe hier könnte man eigentlich auch mal wieder zumachen, aber es geht nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz raus. Ich will wissen, ob ich die Lampe hier oben tauschen kann. Indem ich die rote gegen eine weiße tausche. Hier ist es hell genug. Hebel, Rangier, alles. So, tut mir leid, wir müssen nochmal runter. Und kleben die andere Birne da mal wieder dran. Und zwar die weiße. Komm her. So. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir hier um die Ecke lunzen können. Hin und her, das ist nicht schwer. Einmal Lampe wechseln, bitte. Ach, schön. Das gibt richtig Kilometergeld hier bei Deponia. So, Ruf, wo ist da noch mal hoch, ne? Treppenlaufen ist gut für Gesäßmuskulatur. Gibt einen knackigen Hintern. So. Runter. Zum Viadukt. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich da jetzt langlaufen kann. Da liegt ja noch ein Hebel, wie er sagt.